Wir beschäftigen uns heute damit, ob wir oder ich oder generell denken wie Millionäre und wie Millionäre überhaupt denken. Und zwar, lasst euch nicht von meinem Messbecher irritieren, aus dem ich gerade getrunken habe. Und zwar hat Thomas von und zu Finanzfluss auf seinem Zweitkanal ein Video gemacht, denken alle Millionäre gleich. Und zwar reagiert er da auf ein Video, auf das wir jetzt auch reagieren werden. Übrigens, wie gesagt, all credits to Thomas von und zu Finanzfluss auf den Kanal Überfluss. Link in der Videobeschreibung, schaut gerne vorbei. Die Idee, darauf zu reagieren, habe ich von denen. Und das Video, worum es geht, ist ein Video eben von Yubi Lee. Ja, die machen immer so gesellschaftskritische Sachen häufig. Und in diesem Fall ist es quasi so, dass die eine Frage bekommen. Zum Beispiel, es ist halt ein Selfmade-Millionär. Und dann kann sich hier eine Gruppe von Millionären quasi von links nach rechts einordnen, quasi links disagreed, das heißt nein, auf gar keinen Fall, und rechts halt, yo, da stimme ich sehr zu. Genau, und da bin ich jetzt mal gespannt. Self-made has to be somebody that was growing up broke. I disagree with that. You can mow lawns for a few months and make like a few thousand dollars. You know how many lawns I'm gonna have to mow? It's a lot of lawns! Okay, es wird spicy auf jeden Fall. Es sind alles Millionäre, die haben alle andere Ansichten übers Leben natürlich. Und ich bin mal gespannt, ja, ob die jetzt komplett out of touch sind, das heißt, ob die überhaupt gar keinen Plan mehr vom normalen Leben haben. Multimillionaire, please welcome Tim Sykes. The key to my success is just working hard, like 18 to 20 hour days every day of my life, and having no life, but having a lot of money. I think it's consistency, waking up every day, okay. Doing things that I need to do, not just because I want to do them, but because I have to do them. 3 years ago, I was serving Captain and Coke as a server. I feel like a lot of people think that this happens overnight when it's really been a lot of work. I started a fat freezing business. Was? Ein Fat-Freezing-Business. And it grew into like a crazy thing. What's up, you guys? It's Graham here. I think it's so important that you live below your means. Den kennen vielleicht einige von euch. I think millionaires get a bad rap. I try really hard to serve other people. Okay, erstmal, ne, klar, einfach verschiedene Leute, die irgendwie hauptsächlich online alle irgendwie Millionäre geworden sind. I am self-made. Die haben sich jetzt so positioniert. Das ist quasi, die alle sagen, sie sind selbst gemacht und nur die eine Dame hier sagt, nee, nicht so ganz. Ich werde natürlich beantworten, was ich dazu sage. Gut, ich bin auch gar kein Millionär, by the way, lol. Aber ich werde die Fragen trotzdem beantworten. Ich tue mal so, als wäre ich. Let's go. Also, wo würde ich mich jetzt hier einschätzen? Also nicht auf strongly agree, weil da war schon ein Haufen Glück dabei. Gerade so die Tatsache, dass man halt in Deutschland geboren ist und so weiter und so fort, ist ein Riesenfaktor dabei auf jeden Fall. Ich wurde natürlich auch von anderen größeren YouTubern gepusht, die ich natürlich, also ich habe mich natürlich selber dazu entschieden, die kennenzulernen und mit denen was zu machen, aber trotzdem. Also ich würde schon sagen, so zwischen somewhat agree und agree. Somebody that was growing up broke, in my opinion. Like, you got it from the bottom and I didn't get it from the bottom. I disagree with that. I don't think you need to come from straight from the bottom. Like, I started with a few thousand dollars. I know a lot of people who started their whole businesses with a few thousand. A few thousand is more than what I had, so in my mind, like a few thousand isn't going to make or break your business, like your life, like you can't. $0? Let's say you start with $1,000. I still believe you're self-made. Even $10,000, even $20,000, because you're not truly like a even six figures or seven figures. I'm broke and I live at mom's house with $0. You're in a way better position. You can mow lawns for a few months and make like a few thousand dollars. Like, there's ways. You know how many lawns I'm gonna have to mow? It's a lot of lawns, but that is self-made. Okay, also hier ist schon mal spicy auf jeden Fall. Also ich hatte es auf jeden Fall nie so schwierig. Ich wusste auch immer, dass ich bei meinen Eltern so leben kann oder so. Wenn ich studiert hätte, hätte ich da auch Unterstützung gekriegt und so weiter und so fort. Ich hatte da natürlich schon bessere Bedingungen einfach, weil ne, ich halt eine Family hatte, die mich halt da support hätte. Also, schon eher self-made. War jetzt nicht so, als ob ich jetzt ins Familienunternehmen von meinem Vater reingeboren wurde und dann einfach, ja, okay, hier hast du jetzt eine fette Firma, viel Spaß. Ich musste mir mein unternehmerisches Zeug schon selber machen, aber ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr gute Bedingungen dafür, wo es andere Leute deutlich schwerer gehabt hätten. I know what it feels like to be poor. Okay, die nächste Frage. Ich weiß, wie es sich anfühlt, arm zu sein. Ach, krass. Das hätte ich niemals gedacht, dass da so viele Millionäre sagen, dass sie einen Plan haben. Weiß ich, wie es sich anfühlt, arm zu sein? Also am eigenen Leib jetzt nicht. Wie gesagt, wir sind nicht damals jedes Jahr in Urlaub gefahren oder so. Ne? So, da wurde nicht so krass mit Geld rumgeworfen. Ist auch gut so. Insofern aber, es war jetzt nicht, also arm auf gar keinen Fall. Ne? Also ich habe schon Kontakt zu Menschen, die solche Erfahrungen auf jeden Fall haben und kann es mir deswegen zu einem gewissen Maß vorstellen. Aber natürlich nicht so, als hätte ich es jetzt am eigenen Leib erfahren müssen. Das nicht. I'm jealous of you guys. I wish I had that mindset. Like, I traveled to third world countries to kind of see what it's like, but I still can't put myself like totally in that spot. Also ich verstehe so ein bisschen, was er sagt. Er hat das gesagt, er wüsste gerne, wie es sich anfühlt, arm zu sein, aber er kann es halt einfach nicht, weil er einfach zu rich ist dafür und er reist in dritte Weltländer, um sich da ein Bild davon zu machen. Finde ich ein bisschen makaber. Also eigentlich finde ich es mega makaber. Ich verstehe aber den Gedanken dahinter natürlich, aber ich finde es trotzdem, also das so zu sagen wie er, das kommt schon extrem unsympathisch rüber. I should pay more in taxes. Okay, ich sollte mehr Steuern zahlen. Da bin ich jetzt gespannt, was die Kollegen hier sagen. Hoho.
Also die haben natürlich alle keinen Bock, Steuern zu zahlen. Oder zumindest nicht mehr Steuern zu zahlen. Das ist ja ein Unterschied, weil ich finde es natürlich auch gut persönlich, dass man Steuern zahlt. Das heißt jetzt nicht, dass ich finde, dass ich mehr Steuern zahlen sollte. I feel like, you know, you make more money, you obviously do have to pay somewhat more, but I don't feel like we deserve extra things to pay just because we have more money. Boah, also ich habe es mal ausgerechnet, ich zahle 42% Steuern und ich denke, das ist gut. Das ist viel, das ist auch genug. Ich habe schon mal eine absurde Menge von Geld für irgendwas ausgegeben, einfach nur weil ich es kann. Was denn? Bestimmt. Also Ellie hier übrigens im Hintergrund sagt, dass ich das bestimmt schon mal habe. Ich würde sagen nein. Ich würde actually sagen nein. Natürlich. Ne, natürlich bin ich, was Geld angeht, ein bisschen lockerer. Natürlich denke ich mir, ja okay, dann zahlst du halt jetzt den 20-Euro Blitzer. So, ich sehe das jetzt halt von Sophie zum Beispiel. Wenn die halt geblitzt wird, dann trifft sie das härter als mich. Aber ich habe nichts jetzt wirklich extrem Teures gekauft. Also das Teuerste, was ich glaube ich jemals gekauft habe, also privat, war es ein Auto für 3.500 Euro, glaube ich. Das habe ich auch mittlerweile verkauft, weil ich kein Auto brauche. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht mega krass, oder? Ich habe geschäftlich mehr Geld ausgegeben, logischerweise. Ich gebe geschäftlich jeden Monat 20.000 Euro für Mitarbeiter aus. Und das mache ich auch nicht nur, weil ich es kann. Das mache ich ja als Investment, weil wir dann als Team halt wiederum noch mehr umsetzen können. Mein PC hat, glaube ich, ca. 4.000 Euro gekostet, aber den habe ich auch geschäftlich gekauft. Das habe ich ja auch nicht gemacht, nur weil ich es kann. Irgendwann aber werde ich mir meinen Tesla holen. Der wird dann 40.000 Euro kosten. Das ist dann schon mit Abstand das Teuerste, was ich dann jemals gekauft haben werde. I mean, I grew up wanting cars. Like, my whole bedroom was like plastered with cars on the wall. And when I could actually buy it, it was like... It's so fun, right? Well, it was fulfilling a childhood dream. It wasn't even about the car, it was the challenge. I think that you should all have like dreams and chase those dreams, whatever they are. Maybe they don't cost that much. Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Mein Traum ist halt Freiheit und Unabhängigkeit und dafür brauche ich halt das Geld einfach so, um mir Miete zu holen und essen, ohne arbeiten zu gehen. Und wenn ich das halt alles in ein teures Auto reinstecke, dann habe ich ja kein Geld mehr, muss wieder arbeiten. So, ich will ja nicht, ich will ja frei sein, so, ne? Oh, boah, okay, sorry, ich muss es voll zurücknehmen. Ich habe schon mal voll viel Geld ausgegeben für irgendwas Absurdes und zwar für, pass auf, auch privat. Ich habe 500 Euro für ein Computerspiel ausgegeben. Ich habe einfach jeden Monat für was weiß ich wie lang mein Taschengeld in so Free-to-Play-Games gesteckt. Miese Nummer. Ungleichheit ist eines der größten Probleme der Menschheit. Oh, das wird spicy. Okay, die beiden Girls hier sagen, nee, es ist nicht das größte Problem. Die vier sagen, ja, ist schon ein großes Problem. Okay, bin gespannt. We're talking about getting like successful. Inequality is definitely not a problem. Like a homeless person has rose to fame overnight. I mean, if we're talking about inequality like with like the country, yeah, like, you know, that exists. But to become successful, inequality is not a problem. Spicy. Ja, okay, also natürlich das Wichtigste ist natürlich, um erfolgreich zu werden, erst im richtigen Land geboren zu werden. Das ist schon klar. Und nur weil es Leute gibt, die auch irgendwo mitten out of nowhere einfach trotzdem Erfolg hatten in dem dritten Weltland. Also nicht, dass es genauso leicht ist wie in Deutschland zum Beispiel. Und auch innerhalb von Deutschland ist es natürlich ein Unterschied, ob du jetzt Eltern hast, die dir halt erstens halt Sicherheit geben können, wo du halt nicht Angst hast die ganze Zeit. Bringen dir deine Eltern bei, wie man mit Geld umgeht oder geben die selber so viel Geld aus. Oder wenn dich deine Eltern bei deiner schulischen Laufbahn unterstützen, dann hat das natürlich mehr Vorteile, als wenn die es nicht tun und wenn es denen egal ist. Das heißt nicht, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt in Deutschland, für die das komplett unmöglich ist. Und natürlich trotzdem ist es für andere dann halt leichter, ne? My privilege has allowed me to become rich. Also meine Privilegien haben es mir erlaubt, reich zu werden. I think the internet democratizes everything. I mean, I learned everything about stock trading on the internet, and many of us take advantage or capitalize on, you know, things that are in the market, and the internet allows us to become experts. Did you say the internet's a privilege, though? No, I mean, you want to get like into semantics, like it's a privilege to be alive during this time in history but where we have internet, just in a sense, if you're broke, you may not have it. So you have to like you can walk get free to, Wi-Fi. You have to walk you to can Starbucks. Beg on the street and you can get. But I have to walk there. You could be paralyzed and you could like push yourself. There's a way to get on the internet. Almost every single person can get on the internet. Also ja, ich sag auch, natürlich, das Internet hat das sehr demokratisiert. Also Wissen zu bekommen ist, das glauben viele Leute nicht, viel leichter, als es jemals war, übers Internet einfach. Aber, und jetzt sagt er auch, ja, jeder kann ins Internet. Man hat alle Optionen, man kann dafür betteln und so weiter und so fort. Und ja, das stimmt natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du halt irgendwas im Internet lernst, wenn du halt einfach Internet rumliegen hast, basically, ist natürlich viel größer. Also offensichtlich. Menschen beurteilen mich, weil ich reich bin. Jetzt bin ich gespannt. Ah, okay, krass. We live in a world where social media is extremely prevalent. So like being on YouTube or Instagram or social media, a lot of it's like perceived. You know, you are constantly getting like quote unquote judged. Ja, natürlich, oder? Also ich habe halt den Vorteil, dass, was heißt Vorteil? Wenn ich jetzt so auf der Straße rumlaufe, als 22-Jähriger, meistens irgendwie dann unrasiert in der Jogginghose oder so, da denkt auch keiner, dass ich Geld hätte. Kann Geld Glücklichkeit kaufen? Ja, das ist die Frage der Fragen.
It's kind of like that poor broke mentality. Oh, krass. Das hätte ich never gedacht, dass so viele Millionäre hier denken, dass Geld glücklich macht. If you're rich and you're like in a domestic violence relationship, like you're not happy even though you might have money, but still money can buy fun things and looking back, like you're proud of your accomplishments, you're proud of the journey that you took to get to where you are and in a way it can. Also die hat jetzt gesagt, dass der Erfolg glücklich macht und das ist ja nicht Geld. Also wenn du dir selbst Geld verdient hast, das ist ja was anderes, als wenn du jetzt einfach so Geld hast. Also das Geld an sich macht dir auf gar keinen Fall glücklich, meiner Meinung nach. Auch wenn es halt einige Sachen leichter macht, so klar, aber das hat nichts mit Glück zu tun. Aber natürlich, etwas zu erreichen, sich ein Ziel zu setzen und das dann, ne, dem näher zu kommen, das erfüllt einen auf jeden Fall für eine ganze Weile. Aber das würde ich sagen Erfolg und das kann bei allem sein. Also es kann im Fitnessstudio sein, wenn du da Erfolg hast und halt einfach reinhaust und halt dann irgendwie, ne, abnimmst oder halt Muskeln zunimmst oder wie auch immer. And it really just depends on your definition of happiness. What makes you happy? And we all find that, I guess, reason at different points in our life. Some people figure it out really early on and some people it takes them a lifetime to find out what makes them happy. Also es gibt so ein Sprichwort, wo immer du bist, da bist du. Wenn du halt einfach unzufrieden mit dir selbst bist, dann ist es egal, wie viel Geld du hast, dann ist es egal, wie viel Erfolg du hast, weil egal in welcher Lebenssituation du halt bist, du musst mit dir selber im Reinen sein. Also ist wirklich so. Das war's. Ach krass. Und abschließend, ich finde, man sollte nicht pures Glück verfolgen und generell Hedonismus, also jetzt was weiß ich, ja, Alkohol, Drogen, Spaß, Konsum und so weiter und so fort, ist jetzt nicht unbedingt das, was, finde ich, glücklich macht oder was halt einen erfüllt, auch wenn man das natürlich machen kann mit Geld. Meiner Meinung nach sollte man nicht nach diesem Glücklichsein streben, das ich gerade beschrieben habe, sondern man sollte eher danach streben, halt was zu tun, was einem wichtig ist. Ob man jetzt mit dem Geld was macht, was seiner Family hilft oder generell mit seiner Zeit was anstellt, was halt irgendein wichtiges Thema in seinem eigenen oder im globalen Leben ist. Und das ist jetzt die Frage, hilft einem Geld dabei, das zu tun? Und das kann natürlich gut sein. Du kannst natürlich auch viel ohne Geld bewegen, was dir persönlich wichtig ist. Aber natürlich kannst du auf einer größeren Ebene natürlich mit Geld mehr Verantwortung übernehmen für Dinge, die dich interessieren und die dir wichtig sind. Muss aber nicht. Man kann das auch als freiwilliger Fußballtrainer in seinem Fußballclub erfahren. Ja, ich glaube, das war's.